Der Immo-Coach. Die Berechnung der Wohnfläche nach der Wohnflächenverordnung WOFIF. Quadratmeter ist nicht gleich Wohnfläche. Wer eine Immobilie verkauft oder vermietet, sollte die Flächenangaben überprüfen. Und je nach Berechnungsverordnung kann die Wohnfläche auch ganz unterschiedlich ausfallen. Es gibt zwei Wege, um die Wohnfläche einer Immobilie zu ermitteln. Einmal die Berechnung nach der DIN-Norm, welche sich allerdings nochmal nach der DIN 277 und der DIN 283 unterscheiden. Wobei die letztere mittlerweile veraltet ist und eher nur noch selten vorzufinden ist. Auf der anderen Seite ist die Berechnung nach der Wohnflächenverordnung, die am häufigsten in der Praxis auch angewandt wird. Sie fragen sich jetzt bestimmt, und welche Räume können bei der Wohnflächenberechnung auch berücksichtigt werden? Laut der Wohnflächenverordnung können grundsätzlich folgende Räume als Wohnfläche gewertet werden. Das sind natürlich Wohn- und Schlafzimmer, Gästezimmer, Kinder- bzw. Jugendzimmer, Badezimmer wie auch WCs, Dielen und Flure, natürlich die Küchen, Esszimmer und Nebenräume, zum Beispiel Abstellkammern. Auch die Flächen für die Einbaumöbel sowie Öfen und Badewannen werden hierbei mit eingerechnet, also müssen nicht separat abgezogen werden. Doch nicht jede Grundfläche der eben genannten Räume können auch zur Berechnung der Wohnfläche in vollem Umfang mit angerechnet werden. Denn die Raumhöhe ist das Entscheidende. Demnach können grundsätzlich nur Räume und Raumteile mit einer lichten Höhe von über 2 Metern voll, also zu 100% auch angerechnet werden. Räume mit einer Höhe von 1 bis 2 Metern nur zur Hälfte, also 50%. Dies trifft insbesondere bei Flächen unterhalb von Dachschrägen zu. Beträgt die Höhe weniger als 1 Meter, zum Beispiel eben auch wieder bei Dachschrägen, zählt diese Fläche nicht mehr zur Wohnfläche. Flächen unterhalb von Treppen in der Wohneinheit werden nach diesem gleichen Prinzip eben auch ermittelt. Eben bis zu einer Treppenhöhe von 1 Meter wird der Platz unterhalb der Treppe nur zur Wohnfläche gezählt, wenn bei einer Treppenhöhe zwischen 1 bis 2 Metern werden eben nur 50% berechnet. Und erst ab einer lichten Höhe von 2 Metern gilt die Fläche unterhalb der Treppe zu 100% als Wohnfläche. Bei Terrassenflächen, Loggien, Dachgärten und Balkonen lässt die Verordnung Spielraum. Zum 01.01.2004 ist die Wohnflächenverordnung auch in Kraft getreten. Seitdem sind deren Grundflächen nur noch zu einem Viertel zu berücksichtigen, maximal jedoch bis zur Hälfte einzubeziehen, jedoch nur bei entsprechender Qualität. Ungeheizte Wintergärten und Schwimmbäder zählen nur mit der Hälfte, also 50% ihrer Wohnfläche zur Wohnfläche. Sind diese beheizt, so ist deren Fläche zu 100% in die Wohnflächenberechnung mit anzurechnen. Hausflure, zum Beispiel wie bei Mehrfamilienhäusern, Zweifamilienhäusern etc., werden grundsätzlich nicht in die Wohnflächenberechnung mit einbezogen. Außer sie werden in einer Weise genutzt, wenn dort zum Beispiel in größerem Umfang auch Möbel abgestellt werden, so wie man es üblicherweise nur im Wohnraum nutzt. In diesem Fall können auch Hausflure zur Berechnung der Wohnfläche hinzugezogen werden. Dies kommt allerdings üblicherweise eher bei Einfamilienhäusern im Eingangsflur- bzw. Windfangbereich zu tragen. Bauteile wie Schornsteine, Pfeiler und Säulen werden nicht zur Wohnfläche hinzugerechnet, sofern diese höher als 1,5 Meter sind und deren Flächengröße über 0,1 Quadratmeter betragen. Bei Tür-, Fenster- und Wandnischen kommt es auf die Leibungstiefe bzw. Nischenbreite an. Sofern diese bis zum Fußboden reichen und mindestens 13 cm tief sind, also breit, können diese zur Wohnfläche angerechnet werden, sonst zählen diese nicht. Grundsätzlich werden Zubehörräume wie Keller, Trockenräume, Waschküche, Abstellräume außerhalb der Wohneinheit, auch Wohnräume, Heizungsräume, Schuppen, Garagen und Geschäftsräume nicht als Wohnfläche gezählt. Damit Sie dies auch visuell sehen, habe ich Ihnen im dazugehörigen Leitfaden Grundrisszeichnungen eingearbeitet, anhand derer die wichtigsten zu beachtenden Punkte eben verdeutlicht werden sollen. Hallo, hat Ihnen dieses Infovideo gefallen? Möchten Sie noch mehr zum Thema Immobilien wissen? Dann abonnieren Sie doch gerne diesen Kanal. Oder Sie haben gegebenenfalls weitere Fragen zum Thema Immobilien oder möchten sich intensiver mit der Materie Immobilien beschäftigen. Dann lade ich auch Sie herzlich zur ersten und größten Online-Akademie für private Immobilieneigentümer, die Ihre Immobilie selbst verkaufen oder vermieten möchten, auch ein. Die Online-Akademie beinhaltet unterstützende Seminare, anschauliche Videos, sämtliche hilfreichen Ratgeber, Leitfäden, Tipps, Infos und Vorlagen zu den Themen Verkauf und Vermietung von Immobilien. In verständlicher Sprache
erkläre ich hier, wie man sich selbst vorbereitet, um effektiv und zum besten Ergebnis die eigene Immobilie erfolgreich vermittelt. Für mehr Informationen gehen Sie bitte auch auf die Website www.der-immocoach.de. Ich würde mich freuen, auch Sie auf der Online-Akademie willkommen zu heißen. Mein Name ist Hakan Zitag und ich bin der Gründer der Online-Akademie, der Immocoach. Der Immocoach.